Hallo und schön, dass ihr da seid. Hier habe ich die Turnringe für euch. Super Ganzkörpertraining. Wir haben es in zwei Varianten, einmal als Indoor, einmal als Outdoor. Super bei der Indoor-Variante ist, wir haben hier Zahlen, Markierungen, wo wir das Ganze super einstellen können. Und wir können das Ganze auch super zusammennehmen und dann verschwinden lassen. Viel Spaß damit. Jetzt ein paar Rückenübungen mit den Turnringen. Die sind super zum Dosieren von der Schwierigkeit. Ich mache euch mal die Übung vor. Wir trainieren die komplette hintere Kette, also nicht nur oberen Rücken, sondern auch Oberschenkelrückseite, Gesäßmuskulatur. Leicht nach hinten lehnen. Jetzt braucht ihr hier Körperspannung, das heißt Gesäßmuskulatur anspannen, Schulterblätter zusammenziehen und ich ziehe mich hier hoch und lasse mich wieder nach unten. Die Bauchmuskulatur schön aktivieren und von der Schwierigkeit her kann ich das Ganze variieren. Vorne ist es relativ schwer. Umso weiter ich mich nach hinten stelle, umso einfacher wird es und somit optimal an euer Leistungsniveau anpassbar. Hier haben wir die Dips, eine super Übung für die vordere Kette, das heißt Brustmuskulatur, ihr habt die Schultermuskulatur dabei, den Trizeps und natürlich auch sehr stabilisationsintensiv. Damit auch definitiv eine fortgeschrittenere Übung. Ihr greift hier die Ringe. Zack, erstmal hoch, versucht euch hier zu stabilisieren, das heißt Bauchmuskulatur ist feste. Ich gehe dann hier nach unten und wieder hoch. Gerne die Füße so ein bisschen nach hinten. Hier haben wir was Schönes für die Bauchmuskulatur und zwar in der Variation, dass wir im Dip sind. Wir machen das Ganze mit angewinkelten Beinen, super gut für die Bauchmuskulatur. Ihr drückt euch erstmal hoch, Schulterblätter auch wieder hier zurück, also bleibt erstmal schön stabil. Und jetzt die Beine anwinkeln und wieder langsam runter. Stufe 1, wenn es gut geht. Stufe 2, die Beine ausgestreckt lassen. So, hier haben wir die Klimmzüge. Klimmzüge, komplette Rückenmuskulatur, die Arme sind ein bisschen dabei. Wir haben zwei Varianten. Variante Nummer 1 ist, ihr hängt euch quasi hier rein, dann die Füße weg vom Boden, hochziehen, wieder runter. Gerne könnt ihr ein bisschen eure Handgelenke beim nach oben ziehen drehen und wieder runterkommen. Wenn das Ganze so zu anstrengend sein sollte, einfach hinten ein bisschen mit den Zehenspitzen auf und dann könnt ihr euch hier selber ein bisschen unterstützen. Einfach beim Hochdrücken macht das Ganze ein bisschen einfacher, bis ihr es dann wieder komplett schafft. Viel Spaß damit!